Ja, hallo meine Freunde und willkommen bei Rambia und heute laufe ich hier ein bisschen durch die, ach du Scheiße, durch die Dark Zone rum. Was ist denn mit, Alter, laufe ich ein bisschen durch die Dark Zone rum, wollte ich gerade sagen. Und das ist schon ziemlich hart hier geworden, muss ich sagen. Alter, der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Alter, ich weiß nicht wohin. Wohin mit mir? Aha. Jo, eigentlich ist der linke jetzt gefährlicher. Und den haben wir jetzt auch erst ausgeschaltet. Jetzt können wir den ausschalten. Ja, ich war eben schon eine Runde hier. Und ja, es ging direkt richtig ab. Ich habe 2 Setteile direkt bekommen. Also diese fetten Behälter habe ich bekommen. So. Und ich bin jetzt in Dark Zone 1, ja. Im einer Gebiet. Alter, wie schlecht ist meine Wumme denn hier bitte? So. Kurz umbauen. So. Und hier ist es schon richtig krass schwer, finde ich, ey. Also was hier eben so alles abging, ey. Ohne Scheiß. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Muss ich nach unten? Ich bin hier unten nie, deswegen. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn her, ey? Oh, jetzt können wir vielleicht den... Nein! Wir können nicht den Boss mitnehmen. Scheiße. Alter. Alter. Das ist so schwierig, ey. Das ist wirklich schwierig. Zumal ich, wie gesagt, jetzt bestimmt 2, 3, 4 Wochen nicht gespielt habe. Dementsprechend habe ich mich kein bisschen jetzt damit beschäftigt, was ich für Klamotten habe, das Perfekte gesucht oder sonst irgendwas. Ne, einfach drauf. Und ich merke schon, dass es... richtig schwer. Komm, Typ, komm mit. Aber ich gebe jetzt nicht auf. Ich habe jetzt Bock, da runter zu gehen und da so einen Behälter mitzunehmen. Ja, und in diesen Behältern kann halt was Geiles drin sein. Ich habe schon 2 Setteile bekommen. Ach du Scheiße. Jo, Junge. Was ist denn mit dir kaputt? Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Ah, kein Behälter. So. Wir werden aber trotzdem nochmal runtergehen. Ich glaube, hier müsste eigentlich eine Dark Zone-Truhe am Start sein. Scannen können wir noch nicht. Ich würde aber gerne scannen. So, hier meine Klamotten. Wo war das denn hier? Ich glaube, das ist normale. Aber wir können ja mal gucken, ob es in der normale jetzt was anderes ist. Nein. Ich habe noch keine Dark Zone-Truhe hier unten aufgemacht. Hier hinten ist keine. Da werden wir mal schnell suchen. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Änderung. Das ist dann wieder Herausforderung, weil sonst waren die Mobs ja nix. Und jetzt sind die schon wieder ein bisschen was. Ist die Truhe da? Nein, natürlich nicht. So, Bergung trifft ein. Können wir da mitmachen bei der Bergung? Bauen wir da was? Wir haben jetzt ein Ding. Oh. Ne, ich kann euch mal zeigen. Hier, finale Maßnahme Holzer habe ich eben bekommen. Ja, in einem so einem Ding. Und knieschöner Zeichen des Predators habe ich bekommen. Also für ein bisschen rumballern innerhalb von 3 Minuten war das schon eine gute Ausbeute, muss ich sagen. Ja, jetzt natürlich nicht so geil, aber ist nicht so schlimm. Ist, wie gesagt, echt nicht so schlimm. Hey, komm, hier muss man doch auch... Da kommt man doch hoch, oder? So, und dann wollen wir jetzt mal gucken. Tor Street. Wir wollen hier einfach nur raus. Lass mich raus. Alter, das war der falsche Weg, oder? Alter, das war sowas von der falsche Weg. Das schaffe ich ja niemals.
Nicht doof, ey. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Aber gut. Okay, jetzt weiß ich wieder. Holy fuck. Fick dich. Einmal hier durch. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier so abgeht. So, hier sind jetzt zwei. Ich warte erstmal ab, was diese machen. So, einfach mal hinsprinten. Scheißegal. So. Und dann suchen wir einfach mal einen Boss, würde ich sagen. Will mal gucken, was die normalen Bosse hier so droppen. Bin ich gerade richtig gelaufen? Wo bin ich, Alter? Ach, ich bin komplett auf der falschen Seite. Der Boss ist quasi... Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich bin, Freunde. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Dann sprinten wir mal darüber. Da hinten ist gerade irgendwas gestorben. So, da wollte ich nämlich lang und dann links. Und dann die Straße runter. Da müsste eigentlich schon ein Boss sein. So. Und jetzt würde ich gerne hier lang laufen. Oh, ist echt zu laut auf dem Ohr jetzt gerade, ey. So, ich will einfach nur mal jetzt nochmal den Boss hier kriegen und töten und dann quasi abfliegen und Feierabend auch schon machen. Das Paket ist sicher. Aber ich denke, ich werde das auch eh ein bisschen zusammenschneiden. Werden wir einfach mal schauen. Ihr seht es ja dann im Video, wenn es fertig ist. So, da steht schon einer. Moment, 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 wo bin ich? Ne, ich muss noch ein bisschen weiter. Der kann mir eigentlich egal sein. Abtrünniger da hinten irgendwo. Scheiß mal auf den. Wir wollen zum Boss. Wir wollen gucken, was hier so abgeht. Wenn der dann auch mal da ist. Oder wenn er nicht gerade in mir drin spawnt. Das habe ich auch hier bei dem Boss vor allem schon mehrmals gehabt. So wie hier. Moment, 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 Moment. Seht ihr auf der Minimap? Alles rot. Da, jetzt sind sie gespawnt. Alter. Alter, das ist Armageddon hier, ey. Tschüss. Ah, das ist ein anderer Agent. Sehr, sehr nice. Links ist der Abtrünnige. Den muss ich jetzt ein bisschen im Auge halten. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Alter, fast down, ey. Fast down, ey. Guck mal hinter uns. So, komm hoch. Nein. Boah. Alter Finne, ey. Man merkt direkt, dass es schwieriger wird. Nein. Nein, 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 nein. So, den hat er da. So, den haben wir. Kommt der nächste. Haben wir auch. Komm, links neben dir der Boss, Junge. Links neben dir der Boss, Junge. Den muss ich auf jeden Fall anschießen, damit der nicht allein die ganzen Sachen bekommt. Oh, wir haben aber jetzt schnell runtergeballert, ey. Schön, Junge. Schön. Nices Ding auf jeden Fall. Einfach mal dran vorbeisprinten. Und in der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht tötet. Und in der Hoffnung, dass die Kiste da ist. Natürlich nicht. Warum auch? So, Freunde. Und das war's jetzt aber auch. Ich muss los und ich hoffe, euch hat es gefallen und
Das scheint jetzt schon wieder ein bisschen spaßiger zu werden in der Dark Zone. Da kann man schon wieder ordentlich Sachen farmen und da habe ich Bock drauf. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis dahin, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, Freunde. Ciao.